das ist mein Favorit aus der Kategorie Amarone. Ja, wo ist er denn? Ja, ich bin heute mit leeren Händen gekommen. Woran liegt das? Ich habe mit ein paar Freunden zusammen ein Fass gekauft von einem Amarone. Und nicht von irgendeinem Amarone, sondern von Baron Fumanelli. Der ist tatsächlich so. Und ist natürlich am Gardasee zu Hause, wo die Amarone zu Hause sind. Und wenn wir von Amarone sprechen, dann sprechen wir von einem der ganz großen Rotweine der Welt. Und wenn man Italien sagt, wer sind die großen Rotweine der Welt, dann haben wir natürlich das Piemont mit den Nebbiolos, Barolo, Barbaresco und Co. Wir haben die Toskana mit den wunderbaren Sangioveses, den Super Tuscans zum Beispiel, oder natürlich auch Sangiovese Grosso, Brunello di Montalcino. Und wir haben last but not least, allerdings relativ selten getrunken, die Amarones. Die können auch mal locker 200, 300, 400 Euro die Flasche kosten, wenn sie von einem der beiden Kultwinzer kommen, nämlich Quintarelli und Romano dal Forno. Sind sensationelle Amarone, kann ich nur sagen, mal probieren, wenn man mal ein bisschen was gespart hat, zu Weihnachten mal vielleicht irgendwie 5, 6 Gänse weniger isst und dann vielleicht mal eine Flasche Amarone dafür aufmacht, tolle Sache. Und dann vielleicht mit Freunden und dann das Teilen und so weiter, tolle Sache. Ist absolut high-end, großartige Weine, brauchen wir nicht drüber reden, aber Fumanelli ist auch sehr großartig. Und wie gesagt, ich habe in 2015 ein Fass erworben vom 2015er Amarone von Fumanelli. Und deswegen, weil der Wein jetzt noch im Fass liegt, noch nicht abgefüllt ist, sondern in 2017 abgefüllt wird, werden wir in 2017 diese Flaschen haben. Es gibt nur sehr wenige. Wer Interesse hat, kann sich schon mal anmelden da und mich danach fragen. Ich reserviere dann auch gerne einige Flaschen. Und es sieht so aus, dass im gesamten Anbaugebiet davon gesprochen wird, dass 2015 das größte Jahr für Amarone aller Zeiten war. Ähnlich wie man in Deutschland beim trockenen Riesling, zum Beispiel in der Pfalz, davon redet, dass 2015 womöglich das größte aller Zeiten war. Bisher, so sagt man eigentlich im Amarone-Gebiet, 2003, sehr heißes Jahr, war ziemlich das Beste, was es gegeben hat. 2003, was sonst in anderen Anbaugebieten gar nicht so doll war. Aber für Amarone-Weine sagt man, 2003 war groß. Es ist also sehr spannend zu beobachten, wie die 2.3er sich entwickeln, wie die 2.15er sich entwickeln und wer vielleicht von diesen beiden Jahrgängen absolut am Ende der Größte ist. Was heißt das alles für den Kauf dieses Weines? Das heißt, dass man also mit diesem 2015er, einem Amarone von einem Top-Weingut für ein überschaubares Geld, ich kann ihn noch nicht zu Ende kalkulieren, jetzt, weil ich auch den endgültigen Preis noch nicht kenne, ich habe das also wirklich blind geordert, großes Vertrauen da reingesteckt. Ich kann aber sagen, wenn ihr diesen Wein kauft oder vorbestellt, you can't go wrong with this wonderful red wine. Amarone nochmal, vielleicht für diejenigen, die es nicht so kennen, ist Wein, sind Rotweinreben, die werden auf Bastmatten getrocknet. Das heißt, es gibt sehr, sehr wenig Ausbringung. Das heißt, man braucht unglaublich viel Lesegut, um überhaupt eine Bouteille dann mal zu füllen. Von daher ist er natürlich allein schon sehr teuer, aber auch die Lagen sind natürlich dort sehr teuer. Das heißt, da kommt einiges zusammen und wenn natürlich dann einer noch einen riesen Namen hat, ist klar, kann er sich das zusätzlich noch bezahlen lassen. So, also ein extrem intensiver Wein mit einer gewissen Süße, aber wirklich nicht irgendwie klebrig oder dergleichen. Viele sagen Amarone, oh Gott, schwer und klebrig. Nee, ein unheimlicher Genuss. Und man kann ihn eben auch so trinken, dass man wirklich, wie ist das früher in dieser Libby's oder B&B-Werbung, ein Treppier vor Treppier. Also richtig mal so peu à peu mal ran und einen ganzen Abend an so einem Fläschchen mit zwei Leuten nuckeln. Da hat man aber den ganzen Abend zu tun. Ja, meine Zigarrenfreunde, die reden dann oft von so einer Doppel-Corona, wo sie dann irgendwie den ganzen Abend an so einer Zigarre da lutschen. Hier an so einem Amarone kann man zu zweit eigentlich den ganzen Abend dran lutschen und hat viel Spaß. Ja, und den wünsche ich euch dabei mit dieser wunderbaren Flasche Amarone. Ich sag mal jetzt, kannst du nicht sagen. Also Punktwertung abzugeben wäre jetzt ein bisschen unseriös, weil er wie gesagt noch im Fass ist. Aber irgendwas so um die 97, 98 Punkte werden das wohl schon werden. Aber ich melde mich wieder und sage Bescheid.